Hello, international friends. Now comes the English translation of a video concerning a golden ring that we spoke about in the previous week. I'm sure you have heard that lately there has been a golden ring that has been, let's say, returned to the Greek Republic. Of course, you can never return something that is not yours, because the ring belongs to the Greek people. But anyways, it made its way back to the motherland after a lot of adventures, being unearthed in Rhodes, the island of Rhodes, in 1927, which was occupied by Italy then. It made a very big journey since Mussolini, around the 1940s, wanted it to go to an exhibition in Italy, but later Italy was invaded by the Germans, the Nazi Germany. The ring was lost, ended up in a private collection. This private collector gave it to the Nobel Academy, and it was brought back to Sweden just some days ago. Interesting story. Just some disclaimers. This picture is copyrighted by the Greek Ministry of Culture, and this is what we have digitally processed from this picture. Since it's a sealed ring, we have turned it by 180 degrees, so that you can start reading it from here, but we will not go into reading it. You can see the previous video. You don't need to speak any Greek. It's very clear how everything is read. And second disclaimer, please. This is a very similar, you can see these forms. This comes from the CMS, okay? And in this ring, you can see a similar form, and you can imagine that it was more or less carved in the Mycenaean cycle, in the Mycenaean sphere, where these forms also stand, let's say, as a symbol of the rulers. Okay, let's come to it very quickly. Ktas, from a verb ktao. You can see it in modern Greek, to apoktao. I have something in my possession, I possess something. Thokon, thokos is like the throne or the commanding post even. Gorgon, so the one who quickly grabbed the commanding post. Gorgos, agos, agos is the commander. We have seen that again in the past. Golgos, I'm sorry, it's not Golgos, it's Golgos, is this commander, and we have seen him again in an incident from a previous ring in which Golgos again killed a high-ranking officer, or actually the king himself. Gorgon kovin vi vevilos. Let the sacrilegious one, Golgos, this man, quickly go to Kovi. Now, Kovi is a very difficult form, probably, most probably derives from Kovalos. Kovalos in itself means the one who is, let's say, an unlawful person. So probably this was the site of execution for criminals. Let him go to this site. Va hosto, O goddess earth, hosto. We have seen that again. It's, let's say, a description of the earth as a protector of the dead, of the burials. Kopseos. Kopseos, with lamenting,
Theos as a sacrificial offering, Golgos timvin vi. So let Golgos go to the tomb as a sacrificial offering while being lamented. So we have said in the past many times that these kind of political cleansings, let me say it like that, they would have, let's say, superficially the covering of a sacrificial ritual. But in reality, it is very easy to understand why they're issuing this order. It's because he has been sent to the island to restore, let's say, the law and order, but instead he kept power of this island for himself. The V, okay, this is a reduplication. V, Viome is another form for Vio, I leave. So the goddess, the gods that are, let's say, responsible for life, or if you like, the people who are responsible for a life, for the lives, the ones who will eventually take the decision about who lives and who doesn't. Ovin or Olvin, you can't know that, no double consonants able to be written, but if it is Ovin, we found that again many times, it's the city, which city? Rodan of Rhodes. Scho, let me have the city of Rhodes, all gods who are responsible for life. If it is Olvin, then you can say it's the rich one, the happy one, the prosperous one. You decide. Visto, three times this verb, sto. Visto, let him go, so that I stand. Stios, vos, thisto. Vos is the bull. Thisto, in order to be sacrificed. Let him go, but at the same time, Stios, the hated one, let this hated one go as a bull for sacrificial ritual. Probably this is some kind of a saying, or maybe a verse from some popular song or such a kind, because it's very poetic. It's very poetic. Suddenly it's very poetic. E, Eon Thei, E, Optir. Okay. E, let him go. Eon, for this reason, the or godlike, let's say, people who eventually have the power, they call them godlike sometimes. So all godlike ones, let him go for this reason. Let for this reason go. An optir, a one who sees, what sees, actually foresees, let's say an ancient Greek mantis, in the ancient Greek meaning, the one who can see the future, a fortune teller. Estos, thistos, sto. Okay, estos, the one who stood. What does it mean to stand? Stand up against the authority, make a revolution. The one who revolted, let him be sacrificed. Sto, subjunctive form, so that I stand, back in power, Golgos. So, Golgos, the one who stood against. Theios Gorgon vivitir. Theios, once again, the one who is to be sacrificed. Quickly, let him go. Vitir. Now, Vitir probably means, let's say, the commander of
people who actually had the command of large military units. Okay, so more or less, let the one who was once a commander now go to the sacrificial site to be executed. Vi rodan stigos urgon goios. Now, let him go to Rhodes, the hated one, let him go to Rhodes as quickly as possible. Goios. Now, this is an interesting one. Goios, go, also the verb. I am lamenting, but lamenting by screaming. So, he is going to have a full sacrificial slash burial ritual that works, that serves as a political execution. Hosto or hostho, this theta, you can't see it. Vi, vevilos. All the sacrilegious let him go three times in order to stress it. O goddess Hosto, which is also the goddess of the burials. Van schon visto, the one who had the land, the one who grabbed the land for himself, that's what he means, let him go. Stigos tisto, let this hated man be sacrificed. Iovio I oteli. Okay, now this is the hardest part. Let's start from this name, Iovio, probably based on this Omicron, Iota, Omicron genitive ending, you can say that it was Iovos. But if you see the Homeric grammar, and we are especially referring to the Homeric grammar of Kofinas, page Kofinyotis, I'm sorry, page 21, then you will see that based on the endings and the inflection, it could be Iovis. So who is this Iovis? Actually, it was a son of Hercules. I would like to find this, or Iovis, of course, no way to write accentuation in this. Iovis, son of Hercules and a thespian woman. We have seen that person again. Okay, let him go, goes. That's an optative form, but here it's not actually literal optative form, it more of serves in order to stress that there is a big passion in what is being said. Ancient Greeks, even in the classical years, when they would be extremely angry or too sentimental, let's say, they would not use indicative, but rather use optative. Oteli. Now, oteli is the wound, is the wound. So that this wound has been provoked by Iovos. Or Iovis, if you like. So basically, what do we have here? We have a revolution. There has been a military commander that has been sent to the island of Rhodes in order to restore law and order, or to guarantee law and order better. And instead, he seizes power for himself and he some kind of makes his own state. This, of course, cannot be accepted, and the commanding senator asks for all the necessary measures to be taken
And it stresses the necessity of this man, of this man's execution. This is it. I would like to thank you. Thank our kind photographer, Themis. And until next time, I wish you all the best. Hallo unsere internationale Freunde. Jetzt kommt die deutsche Übersetzung von einem äußerst interessanten Video. Sie haben vielleicht, Sie wissen vielleicht, dass ein goldener Siegelring zurück zu Griechenland gebracht wurde aus Schweden und es besitzt eine ziemlich lange Geschichte. Im Jahre 1927 wurde es in Rhodes, auf der Insel Rhodes gefunden. Damals war Rhodes ein italienisches Schutzgebiet. 1940, der Diktator von Italien, Mussolini, organisiert eine große Ausstellung, archäologische Ausstellung. Er und der Ring fahrt nach Italien. Aber kurz später ist Italien angegriffen. Die Deutschen besitzen Italien zur Beschützung der Interessen des Nazi-Regimes. Und der Ring wird nochmal verloren. Am Ende ist er in einer Privatsammlung zu finden. Und dieser Privatsammler hat den Ring der Nobelinstitution geschenkt. Und vor einigen Tagen ist der Ring nach Griechenland zurückgebracht. Natürlich gehört der Ring niemanden an, es sei das griechische Volk. Man kann nichts zurückgeben, was ihm nicht angehört. Aber das ist eine andere moralische Diskussion. Gut, Copyright, griechisches Kulturministerium. Und hier haben wir es digital angepasst. Was haben wir hier gemacht? Wir haben also den Siegelring 180 Grad rotiert, so dass er von links nach rechts lesbar ist. Die Lesung werden wir jedoch nicht sehen. Sie können das vorherige Video sehen. Sie brauchen kein Griechisch sprechen. Alles ist ganz klar dort. Und ja, wenn Sie diese Formen zu dieser Form hier vergleichen, dann kommen Sie zur Schlussfolgerung, dass der Verfasser mehr oder weniger derselbe Mensch ist oder zumindest die Ringe im selben Ort engraviert wurden. Und das stimmt. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass das, diese Form also ein Symbol für die mechanische Macht ist. Und das ist vielleicht ein Text, der aus Mykene stammt. Gut, zweiter Disclaimer, dieser Ring, mit dem wir nicht weiter beschäftigen werden, stammt aus dem CMS Band 1. Nummer 129. Gut, fangen wir gerade an. Ktas, aus einem Verb ktao, im modernen Griechischen apoktao, ich besetze. Derjenige, der besetzte. Was? Thokon.
der Thron oder das Kommando, die Macht. Derjenige, der die Macht besetzt hat, für sich selber, Gorgon, schnell, also derjenige, der gerade die Macht für sich selbst bekam, wer ist das? Golgos Agos, der Militäranführer Golgos, Entschuldigung, Golgos. Gorgon Povin Vivevilus, der Frevelhafte, sollte schnell nach Kovi gehen. Und was ist diese Kovi? Das ist relativ, die Etymologisierung ist relativ komplex. Vielleicht stammt es aus einem Wort Kovalos, unbekannter Etymologie. Kovalos ist derjenige, der keine Gesetze, keinen Respekt für Gesetze hat. Und so ist vielleicht diese Kovi das Ort, in dem alle diese Menschen exekutiert wurden. Also, Freier interpretiert, derjenige, der so schnell diesen Putsch gemacht hat, das heißt, dieser Militärführer namens Golgos, sollte schnell zum Exekutionsort gebracht werden, der frevelhafte Mensch. Va prosto. O. Va ist die Erde. Prosto ist eine Göttin. Die Erde ist eine Göttin. Aber als Prosto oder Prosto ist sie eine Schützerin der Beerdigung und der Riten, die mit der Beerdigung zu tun haben. Kopseos, naja, das Lament, mit Lamenten. Theios, derjenige, der zu opfern ist. Volgos, Timvin, wie. Also lassen Sie Volgos nach dem Grab, Timvin, als Opfer mit Lamenten gehen. Vevi, das ist eine Reduplikation, ne? Dieses Vi, Viume, ein Verb, genau wie man Vio sagt, also ich lebe. Vevi, also sind diejenigen, die fürs Leben oder den Tod der Menschen verantwortlich sind. Entweder sie Goethe sein oder wenn sie vielleicht Juristen der damaligen Epochen sind. Ovin oder Olvin, hier gibt es keine Art und Weise, in der man das feststellen kann, ob es hier ein Lambda gibt, weil die silbische Schrift es nicht erlaubt, Doppelkonsonanten zu schreiben. Aber wenn es Ovin ist, die Stadt, wenn es Olvin, die Reiche, diejenige, die viel entwickelt ist, Rosen, Scho. Oh, diese Götter, lassen Sie mich die Stadt von Rhodes haben, nochmal haben, zurückbekommen. Visto, dreimal sto, dieses Verb, so dass ich in die Macht nochmal stehe. Visto, er sollte gehen. Stios, der Gehasste, der Hässliche. Vos, Visto, als sein Stier zum Opfer. Er sollte zum Opfer genauso wie ein Stier gehen. Und hier ist es zu poetisch, vielleicht ist das ein Teil der völkischen Dichtung der damaligen Zeit oder vielleicht ist das auch ein Phraseologismus, ein Sprichwort der damaligen Zeit. I, Ion, Thi, Optir. I,
Ion auf diese Weise, aus diesem Grund, I lassen Sie optieren, einen Mensch, der vorsieht, also einen Wahrsager, gehen, Sie, Sie, die Göttlichen. Das ist vielleicht eine, er wendet sich an Leuten, die sehr hoch in der Hierarchie stehen und genauso wie bei Homer, wenn man sich an einen so großartigen Mensch wendet, soll er ihn göttlich nennen. Und dann II, das ist eine zwei Interjektionen, pfui pfui. Estos, derjenige, der auferstanden ist, aber auferstanden hier bedeutet derjenige, der revoltiert hat, der eine Revolution gegen die Zentralmacht gemacht hat. Sisto sollte Opfer werden, sto, Subjunktivform, sollte sich stehen, Golgos. Golgos als eine Erklärung des Menschen, der diese Revolution gemacht hat. Theios Gorgon vivitir. Theios als Opfer, schnell sollte er gehen, der Militäranführer. Hier gibt es sozusagen einen Kontrast. Derjenige, der in der Vergangenheit Militäranführer war, Militärkommandant war, sollte jetzt so schnell wie möglich als ein Opfer nach dem Exekutionsort angeführt werden. Wie Rodan Stigos Gorgon Goios. Er sollte nach Rhodes, der Hässliche, so schnell wie möglich mit Lamenten gehen. Ganz verständlich. Er sollte nicht einfach beerdigt werden, nicht einfach exekutiert werden, aber in so einer rituellen Art und Weise, dass alle rituellen Parameter bewahrt werden. Und welche sind diese Parameter? Roius aus seinem Verb ro, selbst im Neugriechischen gibt es, ich schreie, aber ich schreie bei einer Beerdigung oder bei einem schrecklichen Ereignis. Hosto oder Hosto, es gibt diese Verwechslung wegen der Natur der Schrift. Die oben genannte Göttin, wie Vevilus, der Frevelhafte, sollte gehen. Dreimal, so dass es eine besondere Emphase bekommt. Wann schon visto, derjenige, der das Land war, besaß, sollte gehen, stigos visto, der Hässliche sollte exekutiert werden. Hier kommt der letzte und aber sicher nicht der leichteste Teil. Iovio, Menschennamen, aber es sieht so aus, dass es Iovos ursprünglich war, wenn man diese Omikron-Genitivform sieht. Aber wenn man eine homerische Grammatik liest, wie zum Beispiel diejenige von Kofiniotis, auf der Seite 21 sagt es, steht es, dass die ursprüngliche Endung auch Iovis mit Ita Sigma sein könnte und doch später kommen wir zu dieser Genitivform. Es ist nicht rein, aber abgesehen wie es ist, diesen Iovis haben wir schon in der Vergangenheit gesehen,
Hier Iovis, der Sohn von Herakles und einer thespischen, einer Thespiade, einer thespischen Frau. Nun, I, eine Optativform, gehen, aber warum in Optativ? Gibt es, was bedeutet diese Optativform? Im alten Griechen, selbst im klassischen Griechen, passierte das, dass wenn man sehr sentimentalisch sprechen möchte, würde dann man genau die Indikativform durch eine Optativform ersetzen, so dass er seinen seelischen Zustand suggeriert. Und dann das letzte Wort, Otelie, die Verletzung. Diese Verletzung stammt, ist gekommen aus Iovis. Diese Verletzung stammt aus Iovis. Und so kommen wir zum Ende des Textes. Wir haben gesehen, dass ein Militäranführer nach Todesfahrt und plötzlich bekommt er die Macht für sich selbst. Er sozusagen macht einen eigenen Staat. Und dann die Zentralmacht kann es nicht zulassen. Und sie verfasst diesen Text auf diesen Siegelring. Und die Maßnahmen, die erst getroffen werden, sind genau das. Erst dieser Mensch umgebracht wird, exekutiert wird, und zweitens ein Wahrsager dort geht, wer weiß warum, vielleicht um zu bestätigen, dass alles richtig geleitet wurde. Es ist sehr interessant. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ah, nochmal. Diesen Rollos haben wir schon in einem vorherigen Video gesehen. Rollos von Eviton Anakta, das ist der Titel. Dieser Rollos bringt den König um. Also, ich möchte mich herzlich bedanken. Ich bedanke auch unseren Fotografen Temis, und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.